Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Heute möchte ich das Thema Trambahn mal so ein bisschen anschneiden. Dazu gibt es auch gleich einen Zeitraffer mit ein bisschen Gebastel. Und anschließend werde ich nochmal hier zurück auf die Karte gehen und ein, zwei Dinge ansprechen. Dinge, die mir gefallen haben bislang und Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Ich habe mal angefangen, hier mir ein bisschen Trambahnnetz hochzuziehen. Dazu musste ich hier ein bisschen was wegreißen, weil ein Setup, was ich ja schon öfter umgesetzt habe, was ich aktuell auch auf der momentanen Transport Fever 1 Karte noch am Start habe, also ist eben dieses Setup, dass man eben mittig liegende Tramschienen hat. Das ist, wenn man eine ganz normale Straße hernimmt und die dann mit Trambahngleisen aufrüstet, ist es halt immer noch so der Fall, dass die Trambahngleise außen liegen. Keine Ahnung, ob die Entwickler das überhaupt auf dem Schirm hatten oder ob das einfach nicht umsetzbar war. Sei mal dahingestellt, aber im Eigenbau geht das natürlich. Das ging auch vorher schon, aber eben nicht wirklich funktional, weil es eben keine Einbahnstraßen gab. Also das finde ich persönlich eine sensationelle Neuerung. Das hat wirklich gefehlt, Einbahnstraßen. Hier sieht man schon, das wird also insgesamt eine vierspurige Straße. Und in der Mitte verlege ich mir eben meine Trambahnschienen. Was hier halt also im Spiel selbst noch nicht enthalten ist, sind Straßentypen, die für den Autoverkehr gesperrt sind. Deswegen wird es auch immer mal wieder passieren, dass hier ein paar Autos entlangfahren auf den Trambahngleisen. So, aber da hoffe ich doch mal, dass durch Mods Abhilfe geschaffen wird. Wie im Vorgänger eben auch, Jofreeds Modbox, da gibt es genügend Straßentypen, die für den Straßenverkehr gesperrt sind. Nur fehlen da eben die Einbahnstraßen und hier sieht man schon auch schön an den Pfeilen gut zu erkennen. So lässt sich das halt alles schön sauber umsetzen. So, hier baue ich mir einfach noch schnell eine kleine Wendeschleife rein. Einfach nur, um die Linie abschließen zu können. Ich werde hier nicht die ganze Stadt mit einem riesigen Trambahnnetz ausstatten, sondern einzelne Linien, erstmal zwei Stück, glaube ich, sind es geworden. Einfach um dieses Thema schon mal so ein bisschen zu eröffnen. Die All Available Mod habe ich mir im Übrigen jetzt erstmal wieder deinstalliert. Hier in den Aufnahmen ist es noch zu sehen. Werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich es ein bisschen laufen lasse. Ist zwar eine coole Mod, aber sorgt halt auch dafür, dass eben nicht nur die Fahrzeuge, die vom Spieler gekauft werden und auf Linien gepackt werden, dass von denen alle verfügbar sind, sondern es fahren halt jetzt auch, die Karte ist jetzt hier gerade aktuell 1985 und es fahren halt immer noch die Fuhrwerke durch die Gegend und das führt natürlich zu massiven Verkehrsbehinderungen. Deswegen habe ich den Mod dann erstmal wieder entfernt. So, hier habe ich dann schon Linien angelegt und lasse die Trambahn mal ein bisschen auf und ab fahren. Und das mit meinem Setup hier, wo die Trambahngleise in der Mitte sind, das funktioniert schon mal ganz gut. Hier sieht man aber auch schön direkt wieder den Bauwahn der KI. Eine der Sachen, die mir wirklich nicht gut gefällt. Werde ich aber gleich noch in-game ein bisschen drauf eingehen. Weil es hat sich halt schon was getan, aber ich habe so den Eindruck, das ist nicht zu Ende gedacht. Oder man hätte noch mehr machen können. Sofern also das programmiertechnisch halt umsetzbar gewesen wäre, was ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte oder habe. Werde ich euch gleich noch zeigen, was ich damit genau meine. So, hier habe ich dann mal so einen Kreisverkehr eingebaut. In der Hoffnung, dass das hier zu ein bisschen weniger Verkehrschaos führt. Ihr seht schon, hier ist wirklich jede Menge los. Aber auch das Entfernen der Fuhrwerke haben hier nicht wirklich Abhilfe geschaffen. Auch dazu gleich noch mehr. Und auch das Ausdekorieren hier in der Mitte des Kreisverkehrs hätte ich mir im Grunde auch sparen können, werdet ihr auch gleich sehen. Das fällt halt auch dem Bauwahn der KI zum Opfer. In der Mitte des Kreisverkehrs. Bauen Sie Häuser hin. So, hier ziehe ich mir einfach noch ein paar Straßen rein. Einfach nur aus der Verzweiflung heraus, also in der Hoffnung, dass das vielleicht verhindern, dass sie da Häuser drauf bauen. Aber glaubt mir, sie werden eine Lücke finden.
Und wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, werden sie auch auf diesen kleinen Bahnhofsvorplatz noch ein Gebäude draufstellen. So, dann geht's noch ein bisschen weiter, was ich dann auch schon mal ausprobieren wollte, nachdem wir hier eine etwas größere, breitere Straße noch reingezogen haben und die auch nochmal mit einer ganz normalen Trambahn bestückt. Also mit den außenliegenden Trambahngleisen. Ist das Thema Autobahnbau. Aber auch das reiße ich nur ganz kurz an. Das ist jetzt noch nicht irgendwie großflächig über die Bühne gegangen. Ich wollte mir nur das grundlegende Setup schon mal anschauen. Das werden wir dann auch gleich tun. So, auch hier simple Lösung, um halt eine Linie zu komplettieren. Einfach kurz so eine kleine Wendeschleife reingebaut. Dann diese breite Straße hier noch irgendwo angeschlossen. Und hier führe ich jetzt einfach mal eine Autobahn heraus. Und schaue mir das Ganze an. Was man, auch eine schöne Neuerung auf jeden Fall, was man gerade gut erkennen konnte, ganz kurz. Der Autosave geht recht schnell vonstatten. Das wird wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen länger dauern bei fortgeschritteneren Karten, aber das Spiel läuft deswegen trotzdem weiter. Also man kann trotzdem weiter basteln. Das Spiel friert praktisch nicht ein, während der Autosave läuft, sondern das geht irgendwie im Hintergrund. Auch ein sehr angenehmes Feature. Dann hier wird mal schnell noch so ein Autobahnkreuz hingeschmissen, damit ich mir das auch schon mal ein bisschen anschauen kann. Hier kommen natürlich auch wieder bei dem Autobahnbau die Einbahnstraßen schön zum Tragen. Also das wirklich ein Feature, was gefehlt hat im Vorgänger. Und das geht alles recht easy von der Hand hier, der Autobahnbau. Auch das Umkonfigurieren, also den Richtungswechsel einfach diesen Zauberstab aktivieren und dann rechtsklick, dann ändert sich die Fahrtrichtung. So, und dann schmeißen wir hier noch ein paar Linien dazu, damit wir dann gleich auch natürlich noch eine kleine Mitfahrt machen können. Und damit hier ein bisschen was durch die Gegend fährt. Und ich habe einfach mal alles Mögliche auf die Reise geschickt, was jetzt hier so im Basisspiel in der Beta-Version momentan zur Verfügung steht. Und nochmal eine kleine Stadt außenrum wachsen lassen. Und das reicht auch erstmal bis hierhin. Also, den Debug-Modus habe ich mir jetzt erstmal auch aktiviert. Dadurch bin ich eben auch in der Lage, einfach die grafische Oberfläche auszublenden, um dann auch ein bisschen schönere Bilder einfangen zu können. Wir machen das Ding aber trotzdem mal an und wir schauen uns mal noch ein paar Dinge an. Okay, um es ein bisschen netter aussehen zu lassen, können wir hier vielleicht noch gerade ein paar Icons ausblenden. Am besten alle. So. Die beiden roten Dinger hier, ne, das liegt halt einfach daran, dass ich eben, wie gesagt, hier noch, um zu verhindern, dass die KI hier drauf baut, hatte ich eben noch ein paar Einbahnstraßen reingezogen und die dann eben so konfiguriert, dass hier möglichst auch keine Autos drauf fahren. Aber ihr seht schon, das hat nichts geholfen. Dann bleiben wir vielleicht direkt bei diesem Thema. Also, schöne Neuerung. Wo war das nochmal einsortiert? Hier beim Straßenverkehr. Und ihr seht ja selbst, hier sind überall diese Schlösser abgebildet auf den Straßen. Das heißt, wir können die Straßen absperren. So zum Beispiel, so und so und so. Und genauso können wir mit einem Mausklick halt Ampeln hinzufügen. Das habt ihr sicherlich schon irgendwo gesehen. Auch ein schönes Feature. Das habe ich jetzt hier natürlich auch flächendeckend gemacht. Führt dazu, dass die KI dort selbst keine Straßen reinbaut. Das würde sie ja normalerweise tun, wenn sie Bock drauf hat, hier einfach mal eine Straße reinziehen. Will ich aber natürlich in diesem ganzen Bereich nicht. Deswegen habe ich das alles schön mit diesem Schloss verriegelt. Das funktioniert auch wunderbar. Sehr, sehr cooles Feature, bringt mich aber direkt zu einem großen Aber, was ich noch absolut genial gefunden hätte.
Und das ist auch eigentlich der Punkt, warum ich normalerweise komplett ohne KI spiele. Deswegen fallen mir diese Sachen jetzt vielleicht auch mehr auf, weil ich ja, ihr kennt ja die Transport Fever 1 Projekte, die ich so habe. Das erste, was ich mache, ich reiße einfach die komplette KI weg, damit sie mir eben nicht die ganzen Straßen umbaut und damit die halt nicht diesen Bauwahn verfällt und mir jeden öffentlichen Platz zugleistert und alles, was ich da irgendwie so hinstelle. Deswegen habe ich dieses Problem normalerweise nicht. Ich hatte gehofft, das wird vielleicht irgendwie ein bisschen besser geregelt im Nachfolger, aber erstmal habe ich den Eindruck, und man muss natürlich auch an der Stelle noch dazu sagen, ich spiele die Beta-Version. Das ist noch nicht die, also noch nicht die finale Version, muss man immer wieder dazu sagen. Aber ich hatte dennoch gehofft, dass das vielleicht ein Feature wird, was implementiert werden könnte. Also wenn wir diesen Gedanken mal ein bisschen weiterspinnen, hier mit dieser Schlossverriegelungsthematik, dann hätte man, also was ich richtig cool gefunden hätte, dass man nicht nur sagen kann, ich verriegel das jetzt und dann darf die KI da keine Straßen mehr dran bauen, sondern wenn man noch die Option gehabt hätte, ich verriegel das und habe dann noch die Möglichkeit, einen Haken zu setzen, KI darf an dieser Straße keine Gebäude bauen. Dann hätte ich, glaube ich, keine Probleme mehr damit, auch mal eine Stadt zu bauen, wo ich halt der KI irgendwie ein bisschen zugestehe, ein paar Straßenzüge oder ein paar Viertel hochzustampfen. Aber auf diese Art und Weise, und wie man sehen kann, hier drüben ist das halt dann schon ein massives Problem. Es wird einfach nicht möglich sein, hier vor dem Bahnhof zum Beispiel einen netten kleinen Bahnhofsvorplatz zu lassen. Normalerweise würden hier halt einfach bei mir keine Gebäude stehen. Und wahrscheinlich auch bei den meisten von euch nicht, würde ich mal, also wage ich mal zu behaupten. Aber ich meine, ansonsten, das ist halt, also es gibt, ich sehe noch keine Lösung für dieses Problem. Wenn es der KI weiterhin gestattet ist, jede Straße wirklich mit Häuserzügen voll zu ballern, dann werden sie halt über kurz oder lang hier wieder Häuser hinstellen. Überall dort, wo ich das nicht möchte. Genauso wie dem Kreisverkehr. Ich bin schon, weil ich ein bisschen verzweifelt war, dachte mir, okay, vielleicht ist es eine Lösung, hier so ein paar Schienenstücke reinzuziehen. Natürlich bauen sie jetzt direkt auf die Schienenstücke hier nichts drauf, aber sie werden den Weg finden. Und mittig in so einem Kreisverkehr, das macht halt wenig Sinn in meinen Augen. Mal abgesehen davon, dass es wirklich nicht gut aussieht. Also das ist ein Manko, wo ich darauf hoffe, dass das vielleicht noch irgendwie umsetzbar ist, weil der erste Schritt ist ja getan. Man kann die Straßen verriegeln, man kann dafür sorgen, dass die KI dort keine eigenen Straßen dran baut. Also in meiner Vorstellung wäre es vielleicht programmiertechnisch tatsächlich irgendwie noch umsetzbar, dann eben auch sagen zu können, in dieser Straße darf die KI einfach gar nichts bauen. So, das wäre sensationell. Damit wäre wirklich in meinen Augen schon sehr, sehr viel erreicht. Zum Stichwort Performance vielleicht noch ein paar Takte. Also, ich schau mal, dass ich in der nächsten Folge dran denke, dass ich bei Steam mir die FPS einblenden lasse. Ist mir jetzt aber aktuell nicht so wahnsinnig wichtig, wie viel FPS das insgesamt sind. Generell muss man sagen, gefühlt läuft es wirklich sehr flüssig. Auch besser als im Vorgänger. Allerdings muss man sagen, wobei ich da auch einschränken muss, ich habe halt auch, das war wahrscheinlich gar nicht so schlau, wenn wir uns die Städte gerade mal einblenden lassen. Ich habe ja hier direkt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Städte, also auf engstem Raum hingeschmissen. Das führt garantiert, also das ist garantiert nicht Sinn der Sache und ist wahrscheinlich keine allzu gute Idee. Was ich aber schon merke, ist, dass das Spiel so ein bisschen kurz ins Stottern kommt, wenn die KI anfängt, massiv umzubauen. So, hier ist das aktuell jetzt nicht der Fall, da wird halt das ein oder andere Gebäude abgerissen. Hier ist direkt gerade wieder eins fertiggestellt. Das passiert halt des Öfteren auch mal massenhaft. Und da merkt man halt dann schon, dass es mal kurz ins Stocken kommt, die ganze Geschichte. Auch hier natürlich nochmal die Einschränkung, es ist immer noch die Beta-Version. Kann sich noch was tun. Und wie gesagt, generell ist es wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee, so viele Städte auf engstem Raum zu platzieren. Sieht zwar nach einer Stadt aus, aber in der Tat sind es eben 9 einzelne Städte, die ich hier einfach auf engstem Raum hingequetscht habe. So, das dazu. Und was natürlich, was man auch im Hinterkopf halten muss, was ich jetzt auch ein paar Mal gemacht habe, gerade eben war ich noch im Jahr 1985, man kann das Datum ja frei wählen. Jetzt bin ich ins Jahr 2020 gesprungen, was natürlich auch dazu führt, dass die KI erstmal massiv umbaut und eben dann auf die aktuelleren Häuser wechselt. Ihr seht schon, im Vergleich zur letzten Folge ist das hier schon weitestgehend geschehen. Hier stehen schon überall die modernen Gebäude und das führt halt dann auch einfach zu Geruckel erstmal hier und da, weil sie dann eben flächendeckend anfangen, wenn man irgendwie
50 Jahre vorspringt oder wie auch immer in eine neue Epoche, dann wird erstmal alles umgebaut und dann werden auch die ganzen Fahrzeuge im Übrigen umgetauscht. Jetzt, wo ich den All-Available-Mod nicht mehr aktiv habe, ich habe da schon beobachten können, dann waren noch Fuhrwerke unterwegs. Die sind dann immer noch ein Stückchen gefahren und haben sich dann eben in modernere Fahrzeuge geändert. Das geht jetzt, glaube ich, auch gerade wieder über die Bühne. Und das sind halt alles so Faktoren, die einfach dazu führen, dass das Spiel einfach ein bisschen mehr zu tun hat. So. Ja, das sind jetzt einfach ein paar so Punkte gewesen, die ich ansprechen wollte. Vielleicht auch eine Sache noch am Rande erwähnt. Ihr dürft gerne eure Kritik äußern bei mir in den Kommentaren. Auch wenn ich natürlich, ich bin nicht der Entwickler dieses Spiels. Ich zeige das lediglich hier, die Beta-Version, die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Also, aber ich bin halt nicht wirklich der richtige Adressat. Dürft ihr aber natürlich gerne machen, selbstverständlich. Kommentare sind immer gern gesehen, auch Kritik, und ihr könnt auch euren Unmut äußern. Gerne könnt ihr reinschreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, vor allen Dingen auch. Das ist total okay. Bleibt alles stehen. Allerdings in der Wortwahl, in der Formulierung sollte das Ganze ein gewisses Mindestniveau nicht unterschreiten. Und wer eben dazu nicht in der Lage ist, der darf sich dann nicht wundern, wenn er einfach fortan hier nicht mehr kommentieren kann. Und wollte ich mal am Rande erwähnt haben, weil es doch ein paar so Vögel gab, die halt einfach irgendwie, naja, nicht in der Lage sind, irgendwie vernünftige Kommentare zu formulieren. Okay, das nochmal am Rande erwähnt. So, dann eine Sache, die halt auch also noch nicht ausgereift ist, was mir negativ auffällt bei der ganzen Stadtentwicklungsgeschichte, der Verkehr. Ihr seht schon, obwohl ich hier eine recht breite Straße habe und das ist auch mit Ampeln versehen, habe ich halt schon einen massiven Stau hier über die ganze Länge. Das zieht sich hier komplett durch. Die Trambahnen bleiben im Verkehrsstau stecken. Auch hier sieht es nicht recht viel besser aus. Es werden zwar schon die ganzen Spuren genutzt, wie das aber genau im Detail funktioniert, da habe ich noch nicht so wirklich drauf geachtet, bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Was mir aber aufgefallen ist, wenn wir uns mal den Stau in diese Richtung hier zu Gemüte führen, der ja schon relativ massiv ist, das geht hier um den Kreisverkehr rum. Der hat hier im Übrigen auch keine Abhilfe geschaffen. Ich habe hier ein bisschen mit Einbahnstraßen gearbeitet, also einmal in diese Richtung hoch und dann hier runter. Hat auch nicht wirklich was gebracht, also hier steht es halt einfach. Und um das ein bisschen lösen zu können, also hier in dem Fall, es liegt ja eigentlich gescheitert an dieser Ampel. Das erzeugt diesen ganzen Rückstau bis ganz darüber, wo dann alles hier im Verkehrsstau stecken bleibt. Wenn man die Ampelschaltungen noch konfigurieren könnte, so wie zum Beispiel bei City Skylines der Traffic Manager, den es dort gibt, dass man eben sagt, okay, dann nehmen wir eben diese hier, die Rechtsabbiegerspur, und setzen die Ampelschaltung auf eine Minute oder zwei. Auf jeden Fall einfach, dass wir hier eine schöne lange Ampelphase haben, damit der Verkehr hier abfließen kann. Also ich hoffe halt mal, dass sowas dank Mods dann noch irgendwie nachgeliefert werden kann, dass es die Möglichkeit gibt für die Modder, solche Konfigurationen vorzunehmen. Klasse wäre es natürlich auch, die einzelnen Spuren, die einzelnen Fahrspuren separat zu konfigurieren, dass man sagt, okay, angenommen, das wäre hier eine vierspurige oder vielleicht mehrere Spuren, dass man einfach frei konfigurieren kann, dass man sagt, okay, jetzt machen wir hier halt einfach nur Rechtsabbiegerspuren, weil hier sowieso 90% der Fahrzeuge oder mehr rechts abbiegen. Oder wir lassen hier die Linksabbiegerspur weg und machen hier geradeaus und nach rechts und hier nur nach rechts, zum Beispiel. Also, dass man einfach Möglichkeiten hat zu konfigurieren, hätte ich im Basisspiel eigentlich schon ziemlich cool gefunden. Wäre aber auch sensationell gut, wenn das noch irgendwie per Mod realisierbar wäre und sich irgendjemand dieser Sache annehmen würde. Das sind so Sachen, die mir halt aufgefallen sind. Und auch nochmal die Einschränkung. Also wie gesagt, das ist immer noch die Beta-Version. Und bislang bin ich mit diesen Phänomenen halt im Vorgänger überhaupt nicht konfrontiert gewesen, weil ich mir einfach alles selber gebaut habe. Und jetzt spiele ich eben mal nur das Vanilla-Spiel aktuell noch. Und deswegen fallen mir solche Sachen halt schon auch auf, so. Und dann spreche ich sie doch direkt an, wenn ich schon die Möglichkeit habe, hier Videos hochzuladen. So, hier kommt eine Trambahn um die Ecke. Und ich müsste halt auch einfach nochmal eine neue Karte starten, um den direkten Vergleich zu haben, um zu schauen, wie verhält sich das denn mit dem ganzen, mit dem Upgrade-Wahn der KI, wenn ich halt wirklich nur eine Stadt habe und die mal über einen längeren Zeitraum wachsen lasse. Wie gesagt, ich glaube, das ist nicht die beste aller Ideen, hier auf so engem Raum fast 10 Städte hinzustellen. Das wird halt zu Schwierigkeiten führen und wird auch nicht im Sinne der Entwickler gewesen sein und muss es auch nicht, also in meinen Augen zumindest. Was halt cool gewesen wäre, die Möglichkeit möglicherweise zu haben,
eine Stadt zu nehmen und die dann durch kleinere Stadtteile zu erweitern. Das noch manuell machen zu können. Die Option zu haben, hätte ich ganz cool gefunden. Aber gut. Schauen wir mal, was da noch so kommen wird. Und Urban Games ist ja auch dafür bekannt, durchaus noch einige Patches zu liefern. Deutlich mehr Patches, als das andere Entwicklerfirmen so tun. Und da wurde auch in der Vergangenheit auf die Community gehört. Und auch hier sind im Übrigen durchaus viele Sachen dabei, die sich viele Leute gewünscht haben, auch wenn viele Sachen fehlen, mit Sicherheit. Es gab auch viel Unmut, habe ich schon viel Unmut gelesen, also nicht nur bei mir in den Kommentaren, sondern auch im Community-Forum und an anderen Stellen. Also aktuell hier nur anhand der Beta-Videos, die es ja jetzt wirklich mehr als zahlreich gibt auf YouTube. Ja, es gibt schon sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Erwartungshaltung halt gewaltig war. Ich für meinen Teil sehe das Ganze ehrlich gesagt total gelassen. Also ich bin total geduldig und warte jetzt sowieso erstmal den 11.12. ab, wenn dann wirklich die finale Version draußen ist. Und dann muss man auch der Sache einfach mal ein paar Monate Zeit geben. Und dann schauen wir mal, was im Modding-Bereich dann so alles möglich ist. Und dann, also ich glaube, dass ich mir ein erstes wirklich richtig seriöses Urteil erlauben werde. Möglicherweise Februar oder März oder so. Das sind einfach die Erfahrungswerte. Wenn wir uns überlegen, wie Transport Fever 1, was wir da für Möglichkeiten hatten ganz am Anfang und was am Schluss Stand heute da alles möglich ist, was wir da für eine, wenn wir Lust haben, eine fette virtuelle Modelleisenbahnanlage mit richtig, also wahnsinnig vielen Möglichkeiten haben, dann muss man der Sache hier auch einfach ein bisschen Zeit geben. Das ist meine Meinung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe wirklich alle Zeit der Welt. Ich bin da total gelassen, was den Nachfolger hier angeht. Ich schaue es mir gerne an, schon in der Beta-Version. Merke aber auch, dass ich einfach bei dem ganzen Gebastel sehr schnell an meine Grenzen stoße. Also hier zum Thema Trambahn. Da habe ich jetzt erstmal das gesehen, was ich sehen wollte. Das ist eben diese ganze Geschichte hier. Genau der Bauabschnitt, durch den wir jetzt durchfahren. Mit der Einbahnstraßenkonfiguration links und rechts der Trambahngleise. Das wollte ich schon mal gesehen haben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch insgesamt sonst, was es halt zum Thema Trambahn noch so alles gibt, habt ihr sicherlich schon in zig anderen Videos gesehen, dass eben die Linie hier vorne angezeigt wird und dass auch seitlich immer die, weiß nicht, hat die Trambahn das Feature, aber andere Trambahnen, die halt in der Gegend rumfahren, da wird ja tatsächlich auch die nächste Haltestelle dann eingeblendet und angezeigt. Hier sieht man es gut, ne? Die Lindenstraße. Ist dann die nächste Haltestelle. Sowas sind schon echt geile Features und das wird die Sache extrem aufwerten. Genauso wie die ganze Beleuchtungsgeschichte, dass das jetzt mal schön zur Geltung kommt. Also das sind schon alles Features, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und was das ganze Gebastel angeht, das wird halt dann erst interessant, wenn es wirklich einfach viele Möglichkeiten dank des Moddings hoffentlich geben wird. Und auch hier dieses ganze Geruckel, was man so ein bisschen gesehen hat, generell unterm Strich, ich glaube, die FPS sind schon ganz okay, aber das liegt jetzt wahrscheinlich auch wieder daran, dass ich eben kurz vor der Aufnahme einfach noch aus dem Jahr 1985 ins Jahr 2020 gewechselt bin. Was ich vorhin gesagt habe, dann änderten sich die ganzen Häuser, das wird alles massiv umgebaut von der KI und der ganze Straßenverkehr ändert sich, die ganzen Autos werden ausgetauscht nach und nach. Ich glaube daran, das sind halt schon so Faktoren, die das Spiel mal so kurzzeitig arg beschäftigen. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann läuft es auch wieder einigermaßen. Und eben die Tatsache, dass ich hier so viele Städte hingekleistert habe. Da muss ich halt einfach mal den direkten Vergleich machen. Und dann einfach mal mit einer oder vielleicht zwei zusammengepflanzten Städten starten. Aber eben nicht 9 oder 10 Städte hier direkt auf engstem Raum kleistern. Ich denke mal, das ist schon ein großer Faktor. Das war auch im Vorgänger schon ein Problem, hatte ich den Eindruck. Wenn ich mal ein bisschen mit KI gespielt habe und das eine Zeit lang habe laufen haben lassen, habe ich schon auch gesehen, immer dann, wenn massiv umgebaut wurde, wenn sich Städte erweitert haben, wenn sich die Architektur verändert hat, dann ist es immer mal in Stocken geraten. Und da hatte ich ja den direkten Vergleich, weil dann habe ich einfach in dem Moment alles abgerissen und schon war dieses Phänomen halt komplett weg. Deswegen gehe ich davon aus, dass es auch hier der Fall sein wird. Tja, Verkehrsstau.
Aber an sich schon nette Ansichten hier. Das muss man schon sagen. Also gerade auch hier mit der, dass man diese Kameraperspektive eben so ein bisschen herumwechseln kann, wenn man hier vorne dran hängt. Das ist schon ein schönes Feature. So, jetzt sitzen wir dem Vordermann im Auto. Wir können nochmal schnell eine andere Trambahn schnappen, um vielleicht nochmal ein paar weitere Bilder einzufangen. Wo habe ich denn irgendwie einen anderen Typen? Hier ist ein bisschen was Älteres noch unterwegs. Ja, aber wie schon gesagt, also ich glaube Trambahnmäßig oder generell von den Bastelthemen mehr Auto, von den Bastelthemen her, Autobahnbau werde ich mir noch so ein bisschen zu Gemüte führen. Aber ansonsten glaube ich, bleibe ich erstmal beim Gleisbau. Das ist das, also der Punkt, der mir gerade am meisten Spaß macht hier in Transport Fever 2. Ich werde mir da mal ein kleines Eisenbahnnetz hochziehen, das was ich jetzt bislang hier so gebaut habe, einfach ein bisschen erweitern. Die Strecken verlängern, Bahnhöfe hinzufügen und dann auch mal ein kleines Güterverkehrsnetz dazu bauen. Vielleicht gelingt es mir sogar schon irgendwie mal einen kleinen netten Güterbahnhof irgendwo hinzuzimmern und dann ordentlich Züge auf die Strecke bringen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Aber ansonsten wird es kein richtiges Let's Play in dem Sinne von mir geben. Also da, wie gesagt, da sind die Möglichkeiten bislang für meinen Geschmack einfach noch zu sehr eingeschränkt. So, hier ist aber auch ganz schön Chaos. Trotz Ampel. Die Tram kommt nicht vom Fleck. Ja, schade. Das mit dem Verkehrschaos. Klar, ich könnte jetzt schauen, dass ich noch mehr Kreisverkehre einbaue. Sicherlich kann man also das an der Stelle auch irgendwie ein bisschen besser entwirren. Aber ich hätte es halt wirklich eine richtig schön elegante Lösung gefunden, wie ich schon angesprochen habe. Wenn man eben die einzelnen Fahrstreifen und die Ampelphasen vor allen Dingen noch irgendwie einstellen könnte. Weil ich glaube, dann gäbe es solche Probleme gar nicht in der Form. Aber gut, auch das ist natürlich so ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass hier einfach 9 verdammte Städte platziert wurden, wo eigentlich nur 1 oder 2 sein sollten. Na gut, also recht viel mehr habe ich jetzt auch eigentlich gar nicht mehr zu zeigen an der Stelle. Ich versuche mal noch ein paar nette Impressionen hinten dran zu schnibbeln hier. Jetzt kann ich ja auch die GUI ausblenden. Und dann schauen wir mal, wo es in der nächsten Folge hingeht. Vermutlich wieder zurück zum Streckenbau rund um die Eisenbahn. Da werde ich dann irgendwie weitermachen in der Richtung. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.